war jetzt so. Ja, Entschuldigung, ich klicke auf die Farbe, ich habe euch das nicht erklärt. Hier könnt ihr eure Farbe wählen. Ich bin jetzt im Blaubereich und ich will weggehen vom Blaubereich. Was soll ich denn machen dann? Jetzt schieben wir die Regelung etwas auf grün, weil ich grün haben will. Wenn ich auf rot haben will, gehe ich auf rot. Wenn ich lila haben, pink haben will, gehe ich auf pink. Wenn ich lila haben will, gehe ich auf lila. Und so weiter. So. Ja, sagen wir mal jetzt, diese Farbe gefällt mir. Diese dunkelrot. Dann klicken wir auf das Pfeil. Da haben wir das für immer jetzt hier. So. Da brauche ich das nicht mehr rauszusuchen, sondern muss nur einmal hier hinklicken. Wenn ich blau haben will, habe ich auch angeheftet hier. Da kann ich sofort hier hinklicken. Muss das nicht raussuchen. So. Und damit könnt ihr Bilder und alles Mögliche verschieben. Zeige euch. Ups. Jetzt habe ich das Hintergrund. Ja. Ich habe das Hintergrund verschoben. So, das ist schlecht. So, ja. Das ist auch kein Wunder, weil wir müssen, wenn sowas auch bei euch mal geschehen sollte, dann klicken wir auf das Auge hier. Und es kann, also wir können nichts, wir können das nicht verschieben, das Hintergrund. Nur Text, wenn wir auf das Text gehen. Weil ja die Hintergrund, das Hintergrund einem ausgeblendet ist. So. Ja. So, ups, schon wieder ein Fehler. So. Wenn wir sagen, wie man jetzt, ich will das Hintergrund transparent haben. Viele wissen, die Einsteiger wissen jetzt nicht, was transparent heißt. Meint schon, manche nicht, denn ich wusste es nicht, was transparent umliegt, was sie damit mir sagen wollen. Das erkläre ich euch jetzt. Transparent ist, wenn, sagen wir mal jetzt, ich gehe jetzt mal Google schnell. So. Schreibe jetzt Blumen. So, nimm das große Bild. Bild speichern unter Desktop und speichern. Ja, ich will nur die Schrift haben auf diesem Bild, ohne das weiße Hintergrund. Ja, da könnt, oder ja, und da könnt ihr halt draufklicken auf das weiße Hintergrund und dann STRGX, ups, 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 Entschuldigung, vergiss den Schritt einmal, dann können wir als erstes mal auf Ebene Transparenz Alpha-Kanal hinzufügen machen, also klicken, dann erst können wir den Hintergrund transparent machen, klicken drauf und STRG und X und schon ist der Hintergrund weg. Aber wir können das bei manchen Fällen auch die Ebene holen und nur Rechtsklick auf den Hintergrund machen und auf Ebene löschen klicken. Aber sagen wir, ihr habt ein Bild geholt, wo eine Schrift ist und das gefällt euch und die Textebene ist mit in der Hintergrundebene vereint. Also mit drin. Es gibt nur eine Ebene. Dann braucht ihr das Zauberstab, also. Dann könnt ihr das machen, was ich euch gesagt habe. Ja. Hier könnt ihr die Schwelle einstellen, wie hoch das, wie Genauigkeit und so weiter. Und ja. Sagen wir mal, ich will die Schrift jetzt umgedreht haben. Dann nehme ich dieses Umdreh, dieses Drehenwerkzeug und drehe es um, wie ich will, oder ich stelle es mit dem Winkel hier ein. Oder ich schiebe das hier so. So, ich will das so haben, dann kriege ich auf Rotieren. Naja, so. Ja, sieht so aus. Aber das L ist jetzt ein bisschen weg. Das ist kein Wunder, weil
wir, das L ist von der Auswahlfläche hier rüber gegangen. Das darf natürlich nicht sein. Darauf müsst ihr natürlich selber achten. So, was ich euch noch zeigen kann, ist der Radiergummi, weiß jetzt jeder. Einfach radieren hier. Das ist jetzt SDZ, so. Hier, dies hier. Damit könnt ihr mit diesen, mit das habe ich als erstes gelernt, Pickel zu entfernen. Das werde ich darüber ja noch ein Tutorial machen. Ja. Könnt ihr, das sieht natürlich nicht so schön aus. Mit dem könnt ihr wirklich auch vieles machen. Dann mit dem werde ich auch noch ein Tutorial machen. So. Natürlich gibt es jetzt doch viel bessere. Wir klicken auf Filter. Das Filter ist ein Beste daran. Klicken auf Filter. Und können jetzt alles auswählen, was wir wollen. Es kann uns nichts kaputt gehen jetzt oder so. Wir haben jetzt das Steuerung Z. Wir können alles rückgängig machen. Sagen wir Licht und Schatten und Lichteffekte. Und dann können wir jetzt unsere Schrift, sehen wir den Punkt etwas aus, hier irgendwo auswählen, wo das leuchten soll. Sagen wir, der Anfang soll nur leuchten. Klicken wir auf OK. Und das leuchtet jetzt, das glänzt jetzt so. Ja, und also Filter ist wichtig. Ich habe jetzt einiges gezeigt. Es ist jetzt, ich weiß nicht, viele Minuten vorbei. Tut mir jetzt leid, wenn ich jetzt zu lange gebraucht habe, etwas zu erklären. Aber ich habe es versucht. Abonnieren wäre nett. Danke sehr, wer mich unterstützt mit dem Abonnieren. Und bis zum nächsten Tutorial.